zweite große Weg ist, indem ich, und das ist ein bisschen einfacher, diese Illustration, die ich ja vorher schon irgendwo hatte als Bleistiftzeichnung, dann entsprechend umzuwandeln. Was habe ich gemacht? Ich habe die Illustration hergenommen, Transparentpapier drüber gelegt und alles nochmal in Schwarz schön nachgezeichnet. Und bei dieser Nachzeichnung gibt es zwei wichtige Sachen, die essentiell sind, dass die Formen in sich geschlossen sind. Warum? Das werde ich nachher gleich zeigen. Diese Form ist nicht geschlossen, die Haare sind an der Stelle offen und da geht es ins Gesicht über. Und das ist das eine. Und das zweite ist, dass man diese Illustration entsprechend dann auch schön einscannt. Das heißt, diese Illustration habe ich jetzt wieder über den Scan-Vorgang in CorelDRAW hineinbekommen. Und dann gehe ich folgendermaßen vor. Ich habe also diese Illustration entsprechend geladen und mache hier jetzt über Objekt in Bitmap konvertieren auch wieder, das haben wir vorhin schon gesehen, eine Bitmap-Version davon. In dem Fall bräuchte ich sie jetzt schon etwas höher und sage hier auf OK. Und ich bekomme jetzt hier nochmal eine genauere Schwarz-Weiß-Version und dann eben über Bitmap Umrevektorisierung als Strichgrafik kriege ich hier die umgesetzte Version mit den Vektoren, so wie wir es vorhin schon auch gesehen haben im Power Trace. Das kann ich mir jetzt dann nochmal genauer anschauen. Bin ich zufrieden? Sind alle Einzelheiten da? Ja, es sieht sehr schön aus, sehr ordentlich. In dem Fall ist es sehr gut, weil ich wirklich ja nur Schwarz und Weiß dann getrennt habe. Und sobald ich das dann eben bestätige, habe ich die Vektorversion von meiner Zeichnung. Corel hat mir das jetzt soweit umgesetzt. Und jetzt sehen wir gleich, was passiert. Wir haben hier eine Fläche nicht geschlossen, und zwar der ganze Halsbereich. Aber auch wieder kein Beinbruch. Man kann nämlich diese Flächen einfach nacharbeiten. Das ist genau das, was ich vorhin schon gezeigt habe. Machen wir es nochmal in der Übersicht auf. Wir haben hier unsere neu generierte Trace-Gruppe, die aus 64 Objekten besteht, die einfach computergeneriert schon umgesetzt wurden. Ich muss das alles nicht jetzt mit Vektoren oder mit Bézier-Kurven machen, sondern ich kann eben gewisse Flächen selber generiert oder automatisch generiert umsetzen. Und jetzt weiß ich, okay, ich möchte jetzt hier zum Beispiel den Hals schließen. Ich arbeite jetzt hier eine neue Vektorebene ein, die ich mich, wo ich mich hier also an meinen Außenlinien orientiere. Das kann auch sehr schlampig an der Stelle sein, weil ich ja eine sehr starke Außenkante habe. Und ich kann eben dann so einem Objekt eine gewisse Wunschfarbe zufügen und muss eben dann gucken, ist diese Kurve jetzt angesiedelt. Ich möchte hier innerhalb der Gruppe haben. Und wenn ich die innerhalb der Gruppe als unterstes Element setze, dann wird das auch hinter alle Zeichenflächen gesetzt. Und schon habe ich die erste Grundfarbe für meine Illustration vorbereitet. Der gibt mir jetzt dann noch keine Außenkante und schon bin ich sehr, sehr froh, wie diese Halsbereiche ausschauen. Und jetzt kann ich eben mehrere Flächen, die ja noch jetzt in der Gruppe sind, voneinander umgruppieren, also rechte auswählen, rechte Maustaste, Gruppierung aufheben. Und ich kann mich jetzt hier Fläche für Fläche mit Farbe durcharbeiten. Ja. Ich kann jetzt hier einfach Farbflächen entsprechend einfärben und mich so durch die komplette Illustration arbeiten und hier gewisse Bereiche voll kolorieren, weil ich ja geschlossene Formen habe. Was ich jetzt nicht haben werde, und das werden wir hier gleich sehen, ist diese Form. Das ist ein Ding. Wenn ich jetzt das Braun einfärbe, dann sehen wir, was passiert ist. Die Farbe ist sozusagen von den Haaren ins Gesicht hineingeflossen. Und um sowas eben wieder zu umgehen, habe ich die einzige Möglichkeit oder habe ich die Möglichkeit, dann eben hier auch einen Vektor zu setzen, der genau den Gesichtsbereich nacharbeitet. Und ich mache nichts anderes, als was wir vorhin schon gesehen haben, dass ich eben hinter diese Illustrationsfläche gewisse andere Flächen setze und eben hier immer wieder darauf achten, schließen. Wenn ich jetzt eben noch genau dieselbe Farbe haben möchte wie hier, lege ich es mit der Pipette um und muss schauen, dass ich eben diesen Bereich an die entsprechende Stelle über
die Haare setze. Ich muss gucken, wo es ist. Irgendwo, da liegt es, die Haare sind noch weiter unten. Habe ich eben diese Farbfläche, die komplett die Haare waren, mit dem Gesicht zusammen noch drüber gelegt und somit habe ich dieses Problem umschifft und habe die Illustration entsprechend eingefärbt. Und so arbeite ich mich durch ein komplettes Objekt hindurch und kann eben entsprechende Farben auf diese Flächen setzen. Ich kann jetzt noch zusätzliche Licht- und Schattenbereiche setzen, die genauso gesetzt worden sind, muss aber immer schauen, wie ist meine Staffelung auf dem Dokument.